Zwinge, let's go, Leute, es ist Zeit für euer Reading. Als allererstes mal kann es sein, dass sich in irgendeiner Form ein Kreislauf für euch schließt, denn als ich jetzt gerade das Reading beginnen wollte, war es genau 12.12 Uhr auf meiner Uhr, plus ich habe die Gerechtigkeit gesehen beim Vorschaffeln. Ja, es kann also sein, dass ein Kreislauf schließt oder ein neuer beginnt, dass etwas in den Einklang kommt, dass in etwas das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Für einige von euch kann es sein, dass ihr auf der Straße etwas findet, ja, was vielleicht ein Zeichen für euch ist oder etwas seht, was ein Zeichen für euch ist. Lasst uns gucken. Eure Fokuskarten. Wir haben einmal Message in a Bottle und dann haben wir die Karte Anxiety. Hex, Hex, Leute, was bedeutet das? Einige von euch könnten Angst haben, eine Nachricht abzusenden. Vielleicht habt ihr die Nachricht vorgeschrieben, wieder gelöscht. Dann wart ihr kurz vorm Sendebutton und dann habt ihr es doch nicht gemacht. Ja, und umgekehrt kann es genauso sein, dass das vielleicht etwas ist, was zu euch kommt. Aber da das eure Fokuskarten sind, glaube ich, dass es eher so ist, dass ihr vielleicht Angst habt, etwas zu schicken. Dann gilt es wieder in euch zu gehen und zu überlegen, warum verspüre ich diese Angst? Ist das eine Impulsentscheidung, die ich hier treffe? Oder ist das, ist das etwas, was sich wirklich gut anfühlt? Ja. Und was hier auch sein kann, ist, dass einige von euch sich Gedanken darüber machen oder so ein bisschen obsessives Denken darüber haben, ob ihr nun eine Nachricht bekommt oder nicht. Ja, aber auch da gilt wieder, Leute, Sorgen machen bringt euch nirgendwo hin. Ja, das führt nur dazu, dass die Energie stagniert. Warten bringt euch nirgendwo hin. Das führt genauso zu Stagnation. Ja, dann passiert alles außer das, was ihr euch wünscht. Versucht wirklich euch zu erden und das loszulassen. Oder immer, wenn eure Gedanken wieder dahin gehen, macht 5 Liegestütze. Ja, oder merkt das, also ja, nehmt das wahr und sagt, okay, jetzt denke ich wieder darüber nach, ich shifte meine Energie und ich mache irgendwie irgendwas anderes, ja. Also, auf der Rückseite des Decks haben wir den König der Münzen, Stierenergie. Es kann sehr gut sein, dass einige von euch entweder Stier in ihrer Chart haben oder mit einer Person zu tun haben, die das hat, oder aber, dass es sich hier einfach um einen Mann dreht oder um jemanden, ja, das ist eine Energie, es kann auch eine Frau sein, die mit beiden Füßen im Leben steht oder der mit beiden Füßen im Leben steht, ja, der seine Sachen für sich geregelt hat, wahrscheinlich auch jemand, der gut verdient oder der vielleicht eine Führungsposition hat. Und ich sehe auch hier mit der Hohenpriesterin 8 der Schwerter, 6 der Schwerter und die Sonne, dass einige von euch auch vielleicht so ein bisschen obsessiv darüber nachdenken, ob eine Situation zu heilen ist oder wieder in eine gute Richtung zu führen ist oder nicht. Ja? Also Leute, lasst uns gucken. Team Zwillinge. Ass der Kelche, erste Karte raus, der Narr. Und die 8 der Kelche mit dem König der Schwerter, Wassermann, Energie auf der Rückseite des Decks. Also, das habe ich 8 der Kelche gesagt. Ich meinte, nee, Ass der Kelche habe ich gesagt und dann 8 der Kelche. Ass der Kelche, der Narr und die 8 der Schwerter. Kann also wirklich so sein, wie ich das in den Fokuskarten oder wie ich das gerade schon beschrieben habe. Ja, einige von euch machen sich hier Gedanken, ob hier nochmal ein Neubeginn in einer Situation stattfindet oder ob euch vielleicht schon jemand den Rücken gekehrt hat. Beziehungsweise auch hier wäre es nochmal eine Aufforderung für diejenigen, die sich einen Neubeginn in einer Situation wünschen, das Ganze mit den 8 der Kelchen wirklich hinter euch zu lassen. Ja, manifestieren. Im Grunde ist es wie in einem Schütze-Reading beschrieben. Vielleicht müsst ihr das Schütze-Reading angucken. Es ist wie beschrieben, ja, bittet und ihr werdet empfangen. Ja, man muss nicht, also ne, ganz viele Leute, die legen sich dann jeden Tag hin und machen ihre Affirmationen und hören sich dies und das und jenes Video an. Im Grunde reicht es einmal, euch wirklich eure Energie zu sammeln, die Energie richtig im Körper zu spüren, das, was ihr euch wünscht, einmal nach oben zu senden, auszusprechen, wie auch immer, und das Ganze dann loszulassen und euer Leben ganz normal weiterzuleben. Ja, es ist nicht irgendwie manifestieren bedeutet nicht an einer Sache festklammern. Ja, also es ist hier wirklich nötig, dass jemand etwas emotional loslässt, beziehungsweise sich selber aufhört zu blockieren. Interessant ist, in den 8 der Kelchen, ihr könnt hier sehen, hier ist eine Mondeklipse dargestellt und am 25. haben wir eine Mondeklipse in Waage. Stimmt, ich habe die Gerechtigkeit gesehen, Karte der Waage und 12.12 Uhr reduziert sich auf 6. 6, eine Zahl von Harmonie und Balance und auch eine Zahl, die sehr wichtig ist, wenn es um Beziehungen geht. Ja.
Ass der Kette, für einige von euch kann es auch sein, dass ihr ein Angebot von jemand Neuem bekommt, jemand, der gar nicht in eurem Leben ist. Ich habe Krebs, Skorpion, Fische hier, ich habe hier Widderenergie, ja, oder von mir aus auch Zwillinge, würden manche sagen, Wassermann-Energie auf der Rückseite des Decks. Für euch ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr hier ja, aus den Gefühlen rauskommt und ein bisschen mehr emotionale Klarheit, aber ein bisschen mehr mit eurem Mental, mit der mentalen Kapazität arbeitet. Ja, es ist wirklich wichtig, euch zu distanzieren von dem, was euch gedanklich oder emotional umtreibt. Ja, und für diejenigen, wo vielleicht was Neues reinkommt, weiß ich nicht, ob ihr da so Bock drauf habt, ehrlich gesagt, mit den 8 der Kelche. Ist bisschen so, dieses Jahr ist ganz nett, aber eigentlich drehe ich mich dann doch um und gehe woanders hin. Ja, also lasst uns mal gucken. Das Ass der Kelche, wow, ich weiß nicht, was das war. Es kann gut sein, dass es der König der Kelche war. Ich weiß es nicht. Ja, oh, Leute, König der Kelche auf dem Kopf mit den 6 der Stäben. Also nee, wartet, bei mir liegt es so rum. Die 6 der Stäbe reiten quasi vom König der Kelche auf den Kopf weg. König der Kelche auf dem Kopf ist definitiv auch eine Energie, die manipulativ sein kann. Ja, also es kann auch überemotional so ein bisschen sein, dass die Emotionen eher die Kontrolle haben, weil ihr seht, er sitzt ja normalerweise auf dem Wasser mit seinem Thron und wenn wir die Karte drehen, dann überflutet das Wasser ihn quasi. Ja, während ihr, also das ist wirklich emotionale Obsession, ob eine Situation Erfolg hat oder nicht. Andere von euch möchten vielleicht auch gerne im Außen etwas beweisen, damit die Hohepriesterin auf der Rückseite des Decks. Fische-Energie. Ja, das ist so ein bisschen dieses sehr viel, also wirklich, wie die Fische das auch gerne machen. Ja, sehr viel so Wunschschlösser, nee, Luftschlösser bauen, sehr viel Wunschdenken, immer wieder an die Person über die Person nachdenken. Aber Leute, damit tut ihr euch keinen Gefallen. Ihr müsst hier, wenn ihr Erfolg in der Situation haben möchtet, wirklich eure Energie sammeln. Ja, also erden in diesem Sinne. Das ist ziemlich klar hier. Ich höre 3, 2, Risiko. Dark Queen Dark. Das könnte sein, dass einige von euch das früher gerne geguckt haben oder dass es vielleicht mit irgendwie, vielleicht auch dieses Nachricht verschicken, dass es irgendwie mit Risiko zu tun hat oder für euch Risiko behaftet sich anfühlt. Der Narr erklärt mit Ritter der Stäbe und der Königin der Stäbe und dem Bube der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Einige von euch könnten mit einer jüngeren Person zu tun haben. Feuerenergie viel hier. Oder ihr seid die jüngere Person. Das ist Schütze, Löwe, Widderenergie. Habe ich jetzt alles hier. Ganz klare Geschichte, Leute. Einige von euch müssen wirklich verinnerlichen, dass ihr mehr Optionen habt, als ihr denkt. Vorausgesetzt, ihr kommt, ihr seid in der Lage, eure Energie zu sammeln und in die Königin der Stäbe-Energie zu gehen. Heißt also, eure Ziele zu verfolgen, no matter what. Ja? Und wirklich auch an das zu glauben, was ihr quasi versucht euch zu manifestieren, heißt wirklich eure Wünsche, ja, oder den einen Wunsch von mir aus zu glauben, dass das auch passiert. Ja, ich hatte gestern noch ein privates Reading und dieses Reading, da hat sich alles bestätigt, was diese Person vorher schon empfunden hat. Und am Ende vom Reading sagt sie, ja, ich bin mal gespannt, aber ich glaube nicht, dass das und das passiert. Und da habe ich auch gesagt, so funktioniert es nicht. Entweder du hast ein intuitives Gefühl oder du hast ein Gefühl, was du dir vielleicht in dieser 3D nicht erklären kannst. Und du glaubst daran, dass das auch so passiert oder nicht. Ja, es geht nicht, also bei Manifestieren geht nichts Halbes und nichts Ganzes, Leute. Es funktioniert nicht. Ja, wenn ihr irgendwo eine neue Wohnung sucht und ihr seid zu einem Besichtigungstermin und der Vermieter sagt dann, okay, Sie sind die Auserwählte, dann gehst du ja auch nicht hin und sagst, okay, aber den Mietvertrag, den unterschreibe ich nur halb. Ja, wenn man etwas haben möchte, dann muss man sich auch ganz darauf einlassen. Bube der Stäbe, Ass der Münzen dahinter, die 2 der Kelche und die 7 der Münzen und die 9 der Münzen sehe ich mit 8 der Stäben und den 10 der Kelchen. Also einige von euch warten hier wirklich auf ein Angebot oder wünschen sich dieses Angebot. Es kann sein, also ich habe das Gefühl, dass es schon mal stattgefunden hat. Das ist wie so ein Neubeginn hier. Rekalibrieren höre ich. Und jetzt höre ich supercalifragilisticexpialidocious. Dieses Wort ist durch und durch. Na, 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 na. Also, einige von euch haben einen Affen im Kopf. Also, ich weiß nicht, wie dieses Kleine mit diesem Ding, 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 Ding. Ja, also so. Das ist wirklich ja, durcheinandere Gedanken, viele Gedanken.
viele Gedanken auf einmal, die von rechts nach links titschen, dann ist es ja oder vielleicht so oder vielleicht ist das jetzt, jetzt hat er das nicht, hat er meine Story nicht geguckt, vielleicht ist das der Fall, oh, der hat immer noch nicht geschrieben, oh, das bringt bestimmt alles gar nichts, was ich mache, soll ich vielleicht meine Haare abrasieren oder soll ich irgendwie meine Fingernägel lang und pink machen? Calm down, okay? Baby, das ist, was du tun musst. Durchatmen und runterkommen, bitte. Bitte. Weil sonst wird es hier nichts. Zieht euren Fokus auf euch. Ja, in den meisten Fällen, das sind ganz besonders Frauen, hatte ich heute Morgen auch wieder das Thema mit einer Klientin. Zieht eure Energie zu euch. Okay, es wird nichts passieren, wenn ihr immer im Außen guckt und was denkt die Person und was will die Person. Was willst du und was denkst du? Ja, ihr verliert den Fokus und vor allen Dingen auch die Fähigkeit, ein gesundes Urteilsvermögen an den Tag zu legen, wenn ihr gar nicht guckt, was ihr eigentlich wollt oder was ihr eigentlich fühlt. Ja, ein Kennenlernprozess mit jemandem ist schön und auch wenn man sich nochmal neu kennenlernt oder nochmal eine Sache probiert, aber ihr müsst doch gucken, was ihr in einer Verbindung fühlt. Ja, ob euch das eigentlich passt. Ihr lebt ja für euch und nicht für jemand anders. Ja, ihr müsst ja gucken in eurer Energie, das, was die Person mir zeigt, ist das etwas, womit ich arbeiten kann? Ja oder nein? Und das könnt ihr euch nicht beantworten, wenn ihr ewig mit dem Fokus auf der anderen Person seid. Ja, das ist wie im Fitnessstudio. Wenn du einen Workoutplan vor dir hast, aber du bist damit beschäftigt, den Workoutplan nur in der Hand zu halten, um zu gucken, was jeder andere Mensch im Fitnessstudio macht oder trägt oder welche Musik der hört, dann vergesst ihr auf euren Workoutplan zu gucken. Alle anderen sind dann fertig mit dem Workout und ihr habt nicht mal angefangen. Ja? Acht der Kelche. Das ist so ein bisschen das, was wir alle von unseren Eltern damals gehört haben. Wenn wir eine nicht so tolle Note zum Beispiel mit nach Hause gebracht haben, dann, mein Sohn macht das auch ganz gerne, ja. Ja, aber die anderen in der Klasse, die haben alle eine 4 oder eine 5 oder, ich sage immer, mich interessiert nicht, was die anderen in der Klasse haben. Du, und das sollte dich auch nicht interessieren, du musst gucken, wie deine Note ausfällt. Und dich nicht daran messen, ob andere schlechter oder besser sind. Du misst dich an dir selber. Bist du besser als bei deiner letzten Klassenarbeit, ja oder nein? Wenn ja, cool, wenn nein, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja? Acht der Kelche erklärt mit Bube der Kelche. Und 10 der Kelchen auf dem Kopf und 4 der Kelche auf der Rückseite des Decks. Und jetzt sehe ich dahinter die Gerechtigkeit mit den 5 der Schwerter in dem Turm und der Kraftkarte dahinter. Sehr interessant. Also einige von euch haben eine Situation in Vergangenheit hinter sich gelassen. Das ist quasi, entweder ist es das, wo sich der Kreislauf schließt, im Sinne davon, dass was auch immer da falsch gelaufen ist in Vergangenheit, dass da durchgearbeitet wurde oder dass jemand vielleicht für sich verstanden hat, ja okay, war jetzt nicht so ganz cool oder vielleicht auch emotionale Blockaden hinter sich gelassen hat, etwas, was die Situation blockiert hat, ja. Und für andere ist es so, dass ihr, es ist ein bisschen wie eine selbstprophezeite Manifestierung. Ihr wünscht euch auf der einen Seite, dass euch das Angebot gemacht wird, was euch auch mit dem Bube der Kelche gemacht werden kann, ja. Andererseits glaubt ihr aber nicht an diese gemeinsame Sache. Ja, und dann ist genau das. Du bekommst das, du erntest das, was du säst. Und wenn du dich selber sabotierst, ja, hier mit den 5 der Schwertern, dann ist es auch das, was dabei rauskommt. Wenn du glaubst, dass es nichts wird, dann wird das Universum dir recht geben und sagen, ja, okay, du glaubst, dass es nichts wird, dann wird es auch nichts. Und bums, habt ihr eure selbstprophezeite Manifestierung, indem ihr euch selbst sabotiert habt. Okay? Für andere von euch ist es so, dass jemand hier gemerkt hat, wie ich gesagt habe, ja, dass jemand sich selber sabotiert hat in Bezug auf euch. Was passiert? Das gibt den Wake-up-Call, ja, und dahinter die Kraftkarte und dann habe ich den Gehängten auf dem Kopf mit den 6 der Münzen. Würde bedeuten, jemand hier kommt quasi zu seinen, ja, besinnt sich und sagt, okay, das, was ich da gemacht habe, das war Bullshit. Vielleicht sollte ich doch nochmal gucken, ob ich das Ganze nicht mal von vorne anfange oder nochmal anfrage und anklopfe und sage, Zwillinge, ich war da vielleicht doch nicht so ganz richtig in meiner Birne, okay? Also Leute, spannend, ich drücke euch die Daumen, denkt immer dran, haltet den Fokus bei euch, wiederholt nichts, was ihr in Vergangenheit schon gelernt habt, ja, eine Entschuldigung ohne verändertes Verhalten ist Manipulation und nichts anderes, ja, Aktionen sprechen immer lauter als irgendwelche Worte, ein Mann wird dir alles erzählen, wenn der liebe lange Tag, wenn der Tag nur lang genug ist, sagen wir mal so, ja, und es kommt immer darauf an, was ein Mann tut. Man kann das Interesse eines Mannes, ja, könnt ihr direkt missen an dem, was er tut. So, und wenn ein Mann dir den ganzen Tag sagt, du bist super toll, aber aus welchen Gründen auch immer geht das gerade nicht,
dann bist du vielleicht super toll, aber du musst auch hören, aus den und den Gründen geht das gerade nicht. Ja, das heißt nicht, fang an für mich zu kämpfen, lauf mir hinterher oder sonst irgendwas, sondern das sollte dir signalisieren, okay, ich weiß, dass ich toll bin, du weißt, dass ich toll bin, aber trotzdem kriegst du deinen Arsch nicht zusammen. Also, ciao, Kakao. Okay, Freunde, halt, lasst euch nicht immer in Illusionen halten. Wenn ich danach gehen würde, was mir Männer in meinem Leben schon erzählt hätten, ich hätte an jedem Finger zwei Eheringe, ja, wahrscheinlich auch von jedem dieser Eheringgeber zwei Kinder. Ich hätte eine Villa, ich wäre Millionär und würde sowieso irgendwo auf dem Mars leben oder auf Venus oder sonst irgendwo, wo es schön ist. Ja, ich hätte alles. Ich hätte alles, eine Krone und was weiß ich, die teuersten Autos vor der Tür. Ich hätte alles, was ich mir nur wünschen könnte, wenn es nach dem gehen würde, was Männer so reden, den lieben langen Tag. Ja, und stattdessen bin ich in den meisten Fällen mein eigener Sugar Daddy. Also, macht mit der Info, was ihr möchtet. Ich lasse euer Reading hier, wie immer. Leute, liked, abonniert, teilt, kommentiert. In der Infobox findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Wenn ihr gerne ein privates Reading haben möchtet, findet ihr da den Link zu meiner Website. Ich tue jetzt mal den direkten Link zu den Buchungen rein, damit die Leute nicht immer an den Buchungen vorbei scrollen, um mir dann zu sagen, um mir dann eine E-Mail zu schreiben, wo dann drin steht, ich hätte gerne ein Reading. Ja, also vielleicht funktioniert das besser. Ihr habt da meinen Instagram-Account, der zu diesem Channel hier gehört. Und dann habt ihr einen Instagram-Account, der heißt Barbieverse. Da könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr etwas von meiner persönlichen Seite sehen möchtet. Da geht mein Istanbul-Vlog jetzt live. Ja, Leute, und wie immer sehen wir uns, wenn wir uns sehen. Bye-bye.